So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit Rimworld. Tja, letzte Folge haben wir hier so ein bisschen uns wieder aufgerappelt, wieder aufgebautelt und so weiter. Guck mal, die Neutroblumen. Die sind fast fertig. Sehe ich gerade, ist ja voll cool. Ich hätte nicht gedacht, dass die so weit kommen. Ich meine, ich habe die auch nicht auf Smart gestellt, ne? Doch, habe ich. Okay, das heißt, die werden auf jeden Fall abgeerntet, wenn es zu kalt wird. Sehr gut. Sehr gut. Wer hat hier ein... Hat Melvin immer. Der mit seinen komischen Alien-Slaves. Und natürlich, okay, Kolonist gestorben, es ist dunkel. Stark bedienende Kleidung. Ja, dann zieh dir doch mal was anderes an. Du hast halt hier so also ein Orion-Uniform-Shirt, was nur noch in Fetzen runterhängt. Also, kann man schon mal ändern. Wie sieht's so mit Essen aus? Ich meine, das ist alles total fit, oder? So viel Essen. Das ist alles total in Ordnung. Tja. Was machst du? Aerofleet trainieren. Okay. Sklave ist nicht unterdrückt. Das gefällt mir auch nicht. Dann bist du auf jeden Fall auch noch Aufseher, mein Lieber. Siehst du, jetzt bauen sie die, jetzt tun sie die ab, ernten, hoffe ich. Wer hat denn hier Hunger? Billa, ist doch was. Und ich hoffe, die machen das jetzt auch. Haben wir denn irgendjemand, der so gut Pflanzen abbauen kann? Ich glaube, da brauchen wir irgendwie 8 oder so für. Nee, keine Ahnung. Irgendjemand mal hier? Ich will ja da Neutramin draus machen. Nein? Hallo? Möchte jemand? Vielleicht? Adam, na? Bist du schon begeistert? Naja, ja. Wird. Vielleicht kommen die ja wieder. Also Caprin tut auf jeden Fall mal hier abbauen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Aber eigentlich müssten das doch auch unsere Druiden machen. Aber die sind hier unten noch beschäftigt, ne? Wie die Wahnsinnigen wird hier geglättet. Zack und fertig. Oder die Druiden, habe ich die nicht? Können die nicht auch pflanzen? Ja, mit 8 sind wir noch gut dabei, oder? Ja, guck mal. Caprin macht das hier. Voll gut. Jetzt haben wir hier Neutroblumenblütenblätter. Ist halt die Frage. Jetzt müssen wir mal gucken. Also die werden ja jetzt hier... Nee. Wo werden die jetzt nochmal hier? Nee. Mist, wo werden die jetzt nochmal verarbeitet? Ich habe das doch eingestellt. Die müssen doch irgendwo, werden die doch zu Zeug und dann zu Neutramin. Das war hier drüben, oder? War das hier? Nee, nicht ganz. Synthesize Neutramin, aber dazu brauchen wir Dark Oil. Das was nimmt nicht. Oh Mann, ich bin schon wieder komplett. War doch nicht hier. Und hier war das auch nicht. Ich habe gedacht, das war hier. Aus Chemiekapseln. Hier. Da steht es ja auch. Massenherstellung Neutramin. Da steht es ja auch. 50 Neutroblumenblätter brauchen wir dafür und wir haben 196. Dann ist doch, wäre es doch ganz gut, wenn hier auch diese Neutroblumenblätter wären. Jetzt mal gucken. Zählt das als Pflanze? ABC, sind die irgendwie... Die sind irgendwie nicht hier dabei. Zählt das als Rohstoff? Pflanzlicher Rohstoff? Hier. Ah ja, okay. Das gut ist, dass hier ein Haken ist. Das wollte ich nur wissen. Dass die also hier gelagert werden können und dann hier verarbeitet werden können. So.
wenn irgendjemand sie trägt. So. Hier unten sind sie fertig. Das hätte ich gerne alles dringend weggetragen. Melvin hat eine Fressattacke. Na schön. Halb so wild. So, das Labor hier sieht doch nicht schlecht aus. Melvin ist schon beruhigt worden von Poppy. Ja, nicht schlecht. Das gefällt mir. Jetzt kommt auch langsam der Winter. So. Immer noch zwei Hightech-Bauteile. Grünes Opossum ist aber dran. Ist dran, das hier zu machen. Sehr schön. Ah, hier ist jetzt auch Neutroblumenblütenblätter. Oh, was machst du hier? Jacke aus Teufelsgarn. Ich glaube, solche Sachen, das ist blöd. Ne? Bitte nicht aus Teufelsgarn machen. Weil das brauche ich für andere Sachen. Das hier. Müssen wir hier überall jetzt rausnehmen. Das will ich ja nur für die Rüstung haben. Können wir sonst nicht machen. Rotholz, achso. Bin woanders. Kriegsmaske. So, kein Teufelsgarn, bitte, meine Freunde. Das hier bitte abbrechen. Ja. Gerade nochmal Glück gehabt. Das andere könnt ihr von mir aus da nehmen, wie ihr wollt. Das ist mir wurscht, aber nicht das gute, gute Teufelsgarn hier. Mütze aus Teufelsgarn. Toll. Das hätte ich mir auch mal schon mal früher machen können, ne? Hier. Helm aus Stahl. Ah, nee. Der ist okay. Unberührte Ruinen entdeckt. Das freut mich doch. Ganz großartig. Großartig, großartig. So. Ist das denn jetzt immer noch nicht fertig? Hier bauen sie alle an den Bauteilen und so weiter, aber hier oben fehlen halt einfach noch Hightech-Bauteile. Und keiner will sich hier in unsere wunderschöne Krankenstation? Wieso ist das eine Krankenstation? Nee, Speiseraum. Dachte gerade. Wieso zählt das als Krankenstation? Forschen tut auch keiner mehr so richtig, ne? Nee, irgendwie so gar keiner. Oh je, Billa mit 3 und Cabrin mit 3. Ich meine, komm. Bevor ihr das nicht macht, also bevor ihr gar nichts macht, forscht mal lieber, aber so geht die Forschung natürlich nicht voran. Ach, guck mal, es schneit. Ach, schön. Das macht denn irgendwie gar nichts, oder wie? Witzig. Witzig. Da fällt mir ein, wer hat denn jetzt eigentlich den... Also nicht die Plattenrüstung, aber wer hat denn jetzt diese... Die Neutroblumen. Okay, sind da vorne. Ja, ja. Wer hat denn jetzt diese gute Speerrüstung? Hat der? Ich habe ja einmal eine gute Rüstung gebaut. Habe ich die jetzt mit begraben? Das wäre natürlich blöd. Aber sieht ganz so aus. Speerrüstung. Ja, die habe ich wohl mit begraben. Ja gut, bin mir nicht sicher. Muss man mal wieder eine neue bauen. So ein Marinehelm und so weiter. Die Marinerüstung. Uran. Ja. Aber natürlich will ich natürlich erstmal jetzt hier Phil. Das Phil startet. Noch ein Bauteil. Komm schon. Ein Hightech-Bauteil. Ich glaube, wir haben jetzt so viele von diesen Larven und jetzt auch schon so viele von diesen Aerofleet. Natürlich können wir die auch mal verkaufen. Ich meine.
Asexual Fishing in 5,3%. Blaues Gel Produktion 32%. Also blaues Gel, da müssen wir jetzt echt schon viel haben, ne? 49, naja gut. Ah, hier drüben ist noch was. 240, siehste? Und damit kann ich noch nichts bauen, weil ich ja noch dieses Himmelstall brauche, das ich ja nicht bekomme. Phil hat mir geschrieben, dass das könnte das mal weg, danke. Dass das entweder ganz extrem selten mit einem Meteor vom Himmel fällt oder man kann es kaufen bei bestimmten Händlern. Ich habe es bis jetzt noch nie gesehen. Leider. Aber so finden, weiß ich nicht. Wäre interessant, ne? Wenn ich jetzt hier nochmal die Minen starte, ob wir da irgendwas finden würden. Was du denn? Ein Schneemann bauen. Ah ja, Mama. Hallo, Schneemann. Ich könnte ihn auch demontieren. Ich möchte den Schneemann demontieren. Cool, so ein Schneemann. Nett. Nett, nett, nett. So, und wenn wir gerade dabei sind, können wir mal gucken, ob wir hier vielleicht nochmal irgendein Tier haben, wo wir mal unseren Elf mal draufhetzen können, aber irgendwie. Also hier außen rum sind keine Tiere, ne? Alles tot hier. Hier ist sowas. Hier sind ein paar Spinnis. Und hier sind welche, aber das ist mir zu weit zum Latschen. Ganz ehrlich sagen. Ich hätte gerne hier in der Nähe welche. Gibt aber nicht. Haben wir nicht, wollen wir nicht. Die wissen halt, was ihnen blüht, wenn sie kommen. Dann würde Elf kommen. Was natürlich schlecht ist. So, jetzt haben wir aber genug, oder? Jawohl, 2%. Unsere Nummer 3, der Phil, ist am Printen. Das finde ich gut. Wir könnten dann ja auch noch mal ein paar kleinere printen, wo wir nicht unbedingt so viel immer brauchen. So ein paar Dreier oder so. Rusty macht jetzt einen klaren Aufstand. Bin mal gespannt, wie machst du das jetzt? Du willst ein Gebetskissen entzünden. Da werde ich aber sauer. Ja, also sowas, jetzt ist halt blöd. Elf kann ich jetzt nicht loslassen. Ich würde jetzt eher. Ist hier denn nirgends einer, der hier gerade in der Nähe ist, da beim Gebetskissen? Poppy, Chang. Ihr vier. Könnt ihr da mal eben kurz. Ich würde auch sagen, das macht er hier. Lass du meinen Roboter. Eine Frechheit. Okay, Rusty. Ich will dich eigentlich nicht töten. Deswegen komme ich ja auch mit dem Hammer. Hups! Irgendwie. Hups! Kopf abgeschlagen, linker Arm abgeschossen. Also der war schon. Er hat irgendwie den Kopf abgeschlagen von ihm. Ach, Rusty, du Trottel. Mann. Du warst doch unser Tier und intellektuell wärst du auch gewesen. Ach, Pyromane und so weiter. Ja, sorry, Jungs. Mein Gott. Müssen wir den begraben? Eigentlich nicht, ne? Ja, gut, er war unser Manager. Naja, dann. Dann muss halt Poppy managen. Irgendwann so. So. Ne? Hier, Recycle ist immer auf 1, bitte. So. Wir brauchen mal wieder einen Angriff von irgendwelchen. Weiß ich nicht. Aber, also auf jeden Fall von ein paar Menschen, so dass wir ein paar Sklaven bekommen. Und grünes Opossum, den brauchen wir halt wirklich. Ich glaube, das nächste Mal darf ich nicht Melvin schicken.
der mit seinem Hammer einmal draufhaut und alles zermatscht. War wahrscheinlich nicht so eine coole Idee. Naja, komm, jetzt habt ihr wenigstens begraben hier, ne? Rusty. Tja. Tja. Sowas aber auch, ne? Tut mir leid, da ist ihm der Hammer ausgerutscht. Da brauche ich... Oh, guck mal, ich habe auch noch ein Monoschwert. Ein exzellentes Monoschwert. Das ist natürlich auch cool. Das Problem ist aber... Ich glaube, dass es nicht... Mal gucken. Ein kristallmetallisches Langschwert, das mit Mechaniten durchsetzt ist, die dafür sorgen, dass dessen Schneider auf monomolekularer Ebene scharf bleibt. Es kann dicke Panzerung mühelos durchschneiden, während sein geringes Gewicht schnelle Angriffe ermöglicht. Das Känguru heißt's. Aha. Ja, das ist eine tolle Waffe, aber Melvins Waffe ist halt... Quatsch. Melvin. Cabrins Waffe ist halt der Zeus-Hammer. Und da ist halt die EMP-Explosion sehr praktisch. Aber vielleicht, ich meine, er könnte doch mit dem Monoschwert hier ein bisschen rumhantieren. Und das wird ja nicht schlecht, wenn es da liegt, ne? Ja, ja, ja. Ich meine, es kommt drauf an. Gegen Mechanoiden ist natürlich der EMP-Hammer in Verbindung mit dem Schwert. Das wäre natürlich super, wenn zwei Leute da im Nahkampf hier rumfuchteln. Einer tut Stunnen mit dem EMP und der andere zerschnetzelt halt die Viecher. Das wäre natürlich praktisch. Aber mal schauen. So, Cabrin ist mal wieder verwirrt plötzlich. Der mit seiner Demenz halt, ne? Plötzlich wieder, wo bin ich? Oh, scheiße, ich habe alles vergessen, was ich je gelernt habe. Wo bin ich und was tue ich hier? Kein Mensch weiß es. Ist schon bei 14%. Was hast du denn? Stahlschrott schmelzen. Na gut. Und da ist er schon nicht mehr verwirrt, der Cabrin. So schnell geht's. Tja. Tja, ich könnte auf so einen Tyrannosaurus schießen mit unserem Elf, aber irgendwie... Nachher lädt der Dings tatsächlich nicht auf. Guck mal, da fehlt das. Nachher lädt der... der Blaster tatsächlich nicht auf und das wäre blöd. Gar nicht gesehen, ist hier was? Ach, hier ist Sandstone Bridge. Okay. Das ist eine Sandsteinbrücke. Die musste erst gebaut werden. Genau, nachher entlädt er sich wieder und lädt nicht auf und was weiß ich. Auch wenn jetzt ich da das mit der Munition aus der Mod entfernt habe, will ich es lieber mal lassen. Ne? Wer weiß. Eigentlich ist das ja schon eine coole Sache mit der Munition, weil du kannst dann ganz viele verschiedene, also kannst eine Waffe mit verschiedener Munition laden und dadurch hast du dann halt sehr viel mehr Optionen, irgendwas zu machen. Also zum Beispiel panzerbrechend oder Brandgeschosse oder was weiß ich was mit derselben Waffe. Andererseits ist es natürlich echt ätzend, wenn du die alle herstellen musst, weil man verballert sich ja schon ganz schön viel Zeug, ne? Also das ist ganz schön viele Ressourcen, die man braucht. Sklavenunterdrückung nur 47%. Ich finde, Opossum, du müsstest ein bisschen mehr unterdrückt sein. Terror 0%. Also den will ich auf keinen Fall verlieren. Den guten. Der ist schon ziemlich gut. So, was macht er jetzt gerade? Phenoxidin herstellen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir bauen auch jetzt weiter auf jeden Fall an den Hightech-Bauteilen.
Ja, ich muss da mal gucken, ob ich dann vielleicht mal ein T4 oder ein T3 zwischen reinschiebe. Da ist halt dann die Frage, wie viel die brauchen. Also was braucht ein T5 arg viel mehr Bauteile oder Ressourcen? Das werden wir dann sehen. Mir so viel Jade, ey. Ist auch die Frage, was mache ich damit? Außer verkaufen. Was soll ich sonst damit machen? Der ganzen Jade. So, hier meine Menschenhaut-Couch wird auch kaum benutzt. Vielleicht müssen wir da noch mal irgendwas hinmachen, dass die das auch benutzen. Ein Xylophon, nee. Wir könnten hier so einen großen Flachbildschirm mal hinbauen. Aber den können wir jetzt noch nicht machen, oder? Den können wir noch nicht bauen. Old-Style-Flachbildschirm? Nein. Gibt es hier irgendwas, was da noch dazu passen würde? Eine Wall-Lamp. Okay. Street-Lamp. Finde ich auch irgendwie cool. Gibt es leider nur aus Stahl. It's a Street-Lamp. Und ein... Oh, die Beschreibung finde ich gut. Die Beschreibung ist super. Doorframe. Braucht auch kein Mensch, ne? Nee, da müssen wir mal gucken. Also ich meine, ich muss den jetzt nicht erforschen, den Flachbildfernseher, aber vielleicht kommt ja mal einer. Zufällig angeflogen. Weiß man ja nie. So, wir warten. Ja, 39%. Was ist hiermit? Was ist mit Lockjaw passiert? Has life-threatened Blutverlust extrem. Kristallkrabbe. Machst du denn für Sachen? Von der Kristallkrabbe gebissen worden. Ist natürlich doof, wenn man das macht. Kerle. Melvin. Aber er ist schon behandelt worden. Also alles gut. Wird das schon schaffen. Kann ich eigentlich dem auch... Nee, das wäre lustig. Jetzt gerade überlegt, ob ich dem auch Organe entnehmen kann. Aber das wäre natürlich zu krass. Was ist los mit dir? Warum, Poppy? Was... Wieso? Melvin ist mal eben besessen von Leichen. Du hast tatsächlich nichts zu tun? Naja, da müssen wir mal gucken. Wo holst du dir eine Leiche raus? Wo legst du sie hin? Hier, Dankeschön. Der Bobo. Kann also gerne wieder irgendjemand. Ah ja, wird gleich wieder weggeräumt. Weißt du? So geil. Und jetzt war's das, Melvin. Deine Stimmung ist so weit unten. Ah, keine Hinrichtung. Und diese Alien Slaves, ich. Das Problem hat er nämlich nicht. Ne? Das Problem hat nur er. Aber wird vielleicht ein Mensch von ihm auch als Alien angesehen? Könnte das sein? Für alle Außerirdischen sind wir auch Aliens. Von dem her könnte natürlich sein. Man weiß es nicht. Ah, Melvin hat sich beruhigt. Nee, doch nicht. Doch, irgendwie schon. Aber Poppy hat es nicht geschafft, den guten Biller zu beruhigen. Naja, dafür ist Melvin wieder da und lädt sich auf. Das ist gut. Dann kann er nämlich jetzt los und Poppy bekehren. Obwohl Poppy halt echt voll schwierig zu bekehren ist. Ja, ein bisschen ist es runter.
Aber nicht wirklich. Not really. Was soll's? Wo willst du hin? Ach, immer diesen Stahlschrott einsammeln, ne? Mai, oh Mai, oh Mai. Mai, oh Mai, oh Mai. Setting-Menü von Simple Sidearms. Was soll ich denn da machen? Standard. Charaktere können ein paar leichte Waffen benutzen und werden versuchen, sie in geeignete Situationen zu verwenden. Aha. Bevorzugte Geschwindigkeit. Ach du Kacke, was kann ich denn alles einstellen? Limits, Spawns. Okay. So. Jetzt weiß ich Bescheid. Ne, jetzt wissen wir alle Bescheid, wie es läuft. Was ich mal noch machen wollte, hier vorne Pflanzen entfernen. Stört mich hier irgendwie. Billa ist immer noch nicht beruhigt. Mann, Mann, Mann. Wie lange geht's denn noch? 54. Da, 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 da. Lockjaw geht's wieder gut. Zumindest kann er wieder laufen. Diese Kristallkrabbe, du, hä? Das ist ganz schön in sich. Die hat's ganz schön in sich gehabt. Das ist eigentlich auch noch eine gute Waffe. Aber ihr, ja, ihr seid eh nicht die Helden hier drin. Billa ist da halt einfach gut. Ist denn das hier eigentlich überhaupt eine gute Waffe? Wir gucken gerade mal schnell. Bauwerkschaden, das brauchen wir eigentlich nicht. Recoil, Spread, bla 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 bla. Steht hier auch irgendwo der normale Schaden, also Melee Damage? Interessiert mich ja nicht. Bauwerkschadenfaktor. Ist das bei so einer Waffe nicht anders? Nee, tatsächlich nicht. Wo kann ich hier, ich kann hier gar keinen Schaden sehen, weil es halt einfach an der Munition liegt, ne? 20 pro Kugel. Und hier 14 pro Kugel. Was macht denn sowas? Ist ja auch dieselbe, ne? 14, die NATO Bullet irgendwas. 13. Also ist tatsächlich ein LMG wegen der Munition. Macht's mehr Schaden. Das ist ja verrückt. Kann man denn da die Munition ändern? Kann man nicht, ne? Das wäre natürlich the Burner. Also es gibt FMJ. Ich meine, das ist okay. Da wird schon, wenn der gut trifft, dann macht das ja keinen Unterschied. Da macht's bam, 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 bam und alle tot. Da, 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 da. Es ist Winter, da trauen sie sich nicht her, da ist nicht viel los, ne? Ich meine, eigentlich Angriffe von anderen Fraktionen sind gerade wirklich nicht am Start, ne? Also, ich gucke jetzt gerade. Das Spiel, das hört mich, oder? Das hört mich. Kann doch nur so sein. Das Spiel hört mich. So, da bin ich jetzt mal gespannt. Die wollen mich also belagern. Das ist echt der Hammer. Ich sag das und kommt das. War schon lange nicht mehr. Verrückt. Egal.
So, ihr seid mal hier bei safe. Auch ihr Tiere. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, greife ich mit denen mit an? Ich glaube eigentlich nicht, dass das sein muss. Ich schicke denen einfach 11 auf die, also aufs Gemüt. Wobei aber die, das natürlich nicht schlecht wäre. Das ist hier unten und das zweite ist hier. Ich würde da mal vielleicht von den Aerofleets nicht alle, immer mal so hier, andersrum. So und 3 lassen wir hier. So, das mal vorbereiten. Die Roboter habe ich, die Tiere habe ich. Ja, und ansonsten schauen wir mal, wie das läuft. Nächste Folge, ne? Ich würde mal sagen, Leute, macht's gut. Bis dann.